Hallo, willkommen. Das kennt ihr sicherlich. Ihr werdet sagen, das ist eine versteinerte Pflanze oder ein Abdruck davon. So sieht es ja auch aus. Nur kennt ihr sie genauer? Es handelt sich um den versteinerten Abdruck eines Baumfarnes. Die Baumfarne waren vor etwa 300 Millionen Jahren neben den baumhohen Schachtelhalmen und Siegelbäumen sehr verbreitet. Sie existierten in Sumpfwäldern, in denen sie nach Absenkung der Erdkruste und folgender Überschwemmung abstarben und umknickten. Flüsse schwemmten Sand darüber, der einen Farnwedel, so heißt das Blatt, zudeckten. Der Sand verfestigte sich und es entstand der Abdruck. Meine Ziele sind heute, euch Vertreter, die Gestalt und den Generationswechsel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.